Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich aus dem schönen Allgäu. Hier ist unser Gast zu Hause, auf den ich mich sehr freue, Dr. Theo Weigel. Grüß Gott, Herr Weigel. Grüß Gott. Herr Weigel, Sie haben Ihre politische Bilanz vorgelesen unter dem Titel Ehrlichkeit ist eine Währung. Darüber wollen wir natürlich hauptsächlich sprechen. Lassen Sie uns aber ganz kurz vor, vielleicht doch noch einen Blick auf das durchaus turbulente Berlin werfen. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie die Personalquerelen in der Hauptstadt? Ja, ich wünsche mir, dass wieder Stabilität einkehrt in allen Parteien. Das ist ganz wichtig. Und als CSU-Mann sage ich, die SPD ist eine ganz wichtige Partei für die Demokratie mit einer fabelhaften, großartigen Geschichte. Die tollste Rede, die wohl je in einem deutschen Parlament gehalten wurde, hat Otto Wels gehalten. Daran sollte man sich immer wieder erinnern, damals 1932, 33 und auch in der Nachkriegszeit. War sie ein wichtiger, manchmal schwieriger, aber stabiler Faktor, hat auch beachtliche Erfolge in der Regierung erzielt. Und ich meine, sie ist wichtig. Und natürlich strahlt dieses Durcheinander im Moment auch aus auf andere Parteien. Und wichtig wäre, dass Deutschland ein stabiler Faktor in Europa und in der Welt wird. Wenn es in anderen europäischen Ländern mal durcheinander geht und merkwürdige Wahlergebnisse kommen, dann berührt das sozusagen das Weltgeschehen und die Weltpolitik und die Weltöffentlichkeit relativ wenig. Wenn es bei uns passiert, wenn das bei uns der Fall ist, dann gibt es sofort besorgte Reaktionen in ganz Europa, ja, auch in anderen Kontinenten. Wir haben hier geradezu eine Welle von Rücktritten an Parteivorsitzenden erlebt in den letzten Monaten. Und in den letzten Tagen ging es vor allen Dingen auch darum, wie man miteinander umzugehen hat in der Politik. Sie haben ja auch sehr viele Dinge erlebt, was Intrigen anging, Machtkämpfe, Ähnliches. Wie brutal darf Politik sein oder muss sie vielleicht sogar brutal sein? Politik wird immer brutal sein. Die Frage ist nur, was lässt man sich gefallen und lässt man sich davon fertig machen oder widersteht man ihr? Ich habe auch manche Intrige und manche Gemeinheit in meinem politischen Leben erlebt. Ich habe versucht, mir nichts gefallen zu lassen und mich nicht unterkriegen zu lassen. Aber es ist trotzdem eine neue Dimension, was jetzt stattfindet, diese unglaubliche Verhetzungsmentalität, Shitstorms im Netz, die hat es in der Form wohl früher nicht gegeben. Es gab Kampagnen, die waren auch alles andere als schön. Aber das ist eine neue Dimension, der man sich stellen muss und wo Politiker vor einer neuen Herausforderung stehen. Aber das findet nicht nur auf Bundesebene statt, das geht herunter bis in die Kommunalpolitik. Ich erlebe in meiner Heimat hier in Schwaben und in Bayern, dass immer mehr Bürgermeister, die eigentlich noch mal gewählt werden könnten, vorher aufhören, weil sie ja auch die heftigen Angriffe, die heftigen Diskussionen, auch die persönlichen Angriffe nicht mehr auf die Dauer mitmachen wollen. Und das ist schon eine neue Dimension. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht klagen. Die Dinge hat es früher auch gegeben. Also die Nachfolgediskussion bei Konrad Adenauer hat 4-5 Jahre gedauert und war alles andere als schön. Auch vom alten Herrn nicht gerade vornehm gestaltet. Nach Erhard war es ähnlich. Zwischen Kohl und Barzel ging es auch nicht gemütlich zu, zwischen Kohl und Strauß auch nicht. Als Willy Brandt aufhörte, geschah das auch nicht so ganz friedlich. Und auch in der FDP hat es manches hin und her gegeben. Also wir sollten nicht so tun, als ob früher eine heile Welt geherrscht hätte. Wenn wir aber noch mal genau zu dieser kommunalen Ebene zurückkommen und nach Berlin blicken, haben Sie das Gefühl, dass die Politiker in Berlin sich im Klaren darüber sind, dass sie im Grunde genommen mit diesen Querelen, mit diesen Schlagzeilen vielleicht auch so etwas wie Politikverdruss auch auslösen? Ja gut, man muss natürlich die SPD verstehen. Das ist natürlich nicht nur eine Frage der Nachfolge, ob es der oder jener wird. Das war früher auf einem Niveau, wo die SPD immerhin zwischen 30 und 40 oder manchmal noch mehr Prozent erhalten hat. Jetzt ist es eine Existenzfrage der SPD, wenn sie in manchen Bundesländern unter 10% kommt und wenn sie auf Bundesebene bei, was weiß ich, 15-18% herumkrebst. Das ist eine neue, eine existenzielle Herausforderung und da stellt sich die Frage, welchen Kurs fährt sie?
Ich bin nicht dazu berufen, Berater der SPD zu sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Nur aus der Vergangenheit weiß ich, sie hat immer dann Erfolg gehabt, wenn sie versucht hat, von links in die Mitte zu gehen. Herbert Wehner war es 1958 mit dem Godesberger Programm, wo er von ganz links zur Mitte gestoßen ist. Helmut Schmidt hat relativ viel Erfolg gehabt mit einer Politik, die ebenfalls damals noch gemeinsam mit der FDP auch Wirtschaftskompetenz gezeigt hat. Und man kann zu Gerhard Schröder stehen, wie man will, aber seine Agenda 2010 hat mit dazu beigetragen, dass wir in Deutschland die niedrigste Arbeitslosenzahl haben und die höchste Beschäftigungszahl. Das ist nicht allein sein Verdienst und nicht allein das Ergebnis der Agenda, aber es hat mit dazu beigetragen. Statt dass die SPD sich darüber freut und sagt, das war unser Erfolg, das haben wir mit herbeigeführt, distanziert sie sich davon. Und da wundert es einen nicht, wenn niemand mehr weiß, wofür steht die SPD. Als Berater für die CSU sind Sie ja durchaus noch im Dienst. Sie sollen ja im regelmäßigen Kontakt auch zu Markus Söder stehen. Auch der Union sind die Wähler davongelaufen. Gerade die jungen Wähler können die großen Volksparteien nicht mehr an sich binden. Wie erklären Sie sich das? Wir hatten schon einmal eine Situation Ende der 60er und auch in den 70er, wo wir uns schwer getan haben mit der jungen Generation. Die Union hat die Unruhe damals der 68er relativ spät erkannt und ist zu spät intellektuell darauf eingegangen. Wir hatten ein Problem mit Intellektuellen, mit Dichtern, mit der Kulturszene und erst in einem langen Prozess ist es uns wieder gelungen, in den 70er und 80er Jahren auf Augenhöhe zu diesen Diskussionen zu kommen. Und wir hatten auch ein Problem, dass die Ostpolitik von Willy Brandt, der Versuch, einen Ausgleich mit dem Osten herbeizuführen, seitens CDU, CSU, wie ich meine, nicht immer die richtige Antwort gefunden hat. Insofern ist das nicht neu. Aber in der Tat, wir müssen natürlich heute auf die junge Generation zugehen. Ich denke mir manchmal, es geht doch nicht nur um das eine YouTube, das im Europawahlkampf eine Rolle gespielt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass in jedem Ort oder mindestens in jedem Kreisverband die junge Union eine Europaparty macht, etwa, und da Europäer aus allen Ländern einlädt und da mal ein richtiges Fest ablaufen lässt. Aber ich habe da von den jungen Leuten in der jungen Union wenig gesehen. Seit Jahren geht Pulse of Europe am Sonntag auf die Straße. Ich war ein paar Mal dort. Von den jungen Leuten in der CSU oder in der Jungen Union habe ich dort niemand gesehen. Also insofern wünsche ich mir von der jungen Generation in der CSU, dass sie sich weniger auf den nächsten Staatssekretärsposten vorbereiten, sondern mehr so, wie gehen wir mit den 14-, 15-, 18-Jährigen um. Die Union möchte sich ja, so ist zu lesen, nun eine eigene Generation an YouTubern, die sozusagen im Parteiauftrag tätig werden, heranziehen. Halten Sie das für den richtigen Weg? Das ist sicher einer der Wege. Davon verstehe ich zu wenig. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich kann zwar noch mit dem Computer umgehen und meine Kinder und Enkel und meine Frau, die geben mir auch den entsprechenden Rat, dass ich da nicht völlig unbesorgt bin. Aber ein Kenner dieser Szene bin ich natürlich nicht mehr. Das ist sicher ein Weg. Aber der andere Weg des persönlichen Kontakts mit den Menschen in die Augen zu sehen, ihnen die Hand zu reichen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen in vielfältiger Form, sei es auf der Straße, sei es vor den Fabriktoren, sei es auch in Veranstaltungen, die natürlich ein bisschen anders ablaufen müssen. Ich darf natürlich nicht mehr eine Veranstaltung machen, wo ich zunächst eine Stunde referiere und die Leute in den Schlaf wiege, sondern ich muss von vornherein auch kritische Geister zu Wort kommen lassen. Also wir brauchen eine lebendigere Form der Auseinandersetzung, aber da spielen natürlich die YouTuber und das, was neu möglich ist, eine gewaltige Rolle, viel stärker. Dafür sind wir Alten nicht mehr die richtigen Ratgeber. Eine lebendige Form der Auseinandersetzung, sagen Sie, wenn wir jetzt zu Ihrem Buch kommen. Sie hatten ja auch viele lebendige Formen der Auseinandersetzung. Das Kapitel Machtkämpfe spielt natürlich auch dort eine große Rolle. Und im Zusammenhang mit Ihrem Namen fällt dann immer wieder der Name Edmund Stoiber. Welche Beziehung hatten Sie zu ihm? Das war unterschiedlich. Als er bei Strauß quasi die rechte Hand war, hatten wir manche Spannungen zuvor.
waren wir persönliche Referenten von Ministern. Ich bei Anton Jaumer, dem Wirtschaftsminister, er bei Marc Streibel, dem Umweltminister. Da hatten wir eine gute Beziehung. Ich habe ihn dann auch zu Klausurtagungen der Jungen Union, als ich Landesvorsitzender war, eingeladen. Später gab es natürlich auch Spannungen zwischen München und zwischen Bonn. Ich musste Strauß und natürlich damit auch Stoiber sagen, nicht alles, was ihr wollt, kann ich durchsetzen. Ich bin in einer Koalition. Ich muss zunächst die CDU überzeugen. Und dann muss ich noch die FDP gewinnen. Und das war 16 Jahre kein leichtes Unterfangen. In Sachen Europa hat er mich zunächst unterstützt. Später, als Europa auch in die Kritik kam, hat er sich dann auch sehr stark den populistischen Kritikern mit angeschlossen und Helmut Kohl und mir nicht gerade das Leben leicht gemacht. Also das waren unterschiedliche Situationen und da ich meine, man sollte mit seinem Leben ehrlich umgehen, habe ich auch diese Kapitel in meinem Buch nicht ausgelassen. Er soll Ihnen ja sozusagen in letzter Minute das Amt des Ministerpräsidenten vor der Nase weggeschnappt haben, weil Sie in Ihren Augen sich vornehm zurückgehalten haben, während er offenbar direkt zugegriffen hat. Fuchst Sie das noch heute? Nein, überhaupt nicht. Auch Niederlagen in meinem Leben gehören dazu. Normale Niederlagen, die man bei Wahlen oder auch innerhalb einer Partei erlebt, die muss man respektieren. Von 30 Jahren Bundestag war ich 14 Jahre in der Opposition. Ich bin nicht nur auf der Sonnenseite der Politik gewesen. Und auch die Zeiten in der Opposition waren wertvoll und ich will sie nicht missen. Ich hatte mich eigentlich für die Bundespolitik entschieden und wollte eigentlich nicht in die Landespolitik. Strauß hätte mich mehrmals ganz gerne als Minister in seinem Kabinett gehabt. Und da war mir die Position des Landesgruppenvorsitzenden interessanter und wichtiger. Und ich wollte auch nicht sozusagen unter seiner Oberhoheit Politik machen, bei allem Respekt, den ich vor ihm hatte. Ich hätte mir gewünscht, dass Marc Streibel das noch länger macht. Ich hätte mir auch gern Alois Glück als Ministerpräsident vorstellen können. Bei Stoiber hatte ich die Befürchtung, dass es mit der Harmonie danach nicht so weit her sei, nicht? Und dass es wohl auch zu erheblichen Spannungen kommen würde. Und diese Ahnung hat mich leider nicht getrogen. Landesgruppenchef im Bundestag, haben Sie gerade gesagt, in der Zeit von 82 bis 88 sozusagen immer mal wieder zerrieben zwischen Franz Josef Strauß aus München und Helmut Kohl als Bundeskanzler in Bonn. Wie haben Sie das überhaupt ertragen? Das war wohl die interessanteste Position, politische Position in meinem Leben. Natürlich war Finanzminister dann mit den Herausforderungen deutsche Einheit und europäische Einigung und Euro das Bewegendere. Aber in der Landesgruppe, da war eine große Freiheit. Man konnte agieren, man konnte tätig sein. Man war nicht direkt in der Verantwortung. Man war in allen Gremien dabei. Und dann gab es auch sitzungsfreie Wochen, wo man sich ja auch mit sich selber stärker beschäftigen konnte, lesen konnte, anderen Menschen begegnen, wo ich die Erdung zu meiner Familie, zu meinem Wahlkreis hatte. Und dann auf der anderen Seite jede Möglichkeit, mit den Mächtigen der Welt und mit den Gestaltern in Deutschland zusammenzukommen. Und da war es interessant, es hat sich einfach gelohnt, Strauß zu sagen, was geht und was nicht geht. Das hat den am Anfang manchmal richtig geärgert. Und später hat er akzeptiert, dass ich ihn nie angelogen habe, dass ich ihm widersprochen habe. Und das Tolle an Strauß, und das muss ich sagen, berührt mich heute noch, dass er manchmal, wenn er wütend war, eine Stunde später zu mir herkam und sagte, Weigel, Sie haben recht. Und das finde ich ungewöhnlich, dass ein um 24 Jahre älterer Mann dem anderen konzidiert, du hast recht. Und diese Art und Weise, die gibt es heute so wenig. Fehler zuzugeben, zu sagen, ich habe mich geirrt oder der andere ist vielleicht überzeugender in seiner Meinung. Das ist etwas, was ich an Strauß bewundert habe. Aber natürlich zwischen ihm und Kohl, das war schwierig. Denn eigentlich hielt sich Strauß natürlich für den intellektuell Begabteren, für den Erfahrenen, für den Geopolitiker. Und er vermutete, dass bei Helmut Kohl doch zu viel pfälzische Provinzialität
verbunden sei, obwohl die Pfälzer ja ursprünglich zu Bayern gehört haben. Und da hat er den Kohl einfach unterschätzt. Der Kohl hatte ein Machtbewusstsein, konnte sich in Materien arbeiten und konnte auf Menschen zugehen und hat manchen Fehler, den der impulsive Strauß gemacht hat, nicht gemacht. Und natürlich hat es den Kohl immer wieder geärgert, wenn da die Schüsse aus München kamen. Nicht? Und da rief er mich manchmal in der Früh um 7:30 schon an und hat da richtig rumgetobt am Telefon. Und da musste ich ihm sagen, jetzt beruhigen Sie sich mal wieder, Herr Bundeskanzler, nicht? Weil es gibt eine Reihe von Leuten, die sagen Ihnen ehrlich die Meinung, da ist auch manches Kritische dabei, aber Sie sollten doch sehen, dass also Michael Kloß und ich und Bötsch und andere vernünftige Leute sind, auf die Sie zählen können. Und letztlich hat er das auch akzeptiert. Und gerade in den letzten Lebensjahren, im letzten Lebensjahr, habe ich von Strauß rührende Briefe bekommen. Hat er mir von jeder Auslandsreise handschriftlich eine Ansichtskarte geschrieben mit sehr, sehr herzlichen Worten. Und er hat Sie Theodor genannt als Einziger? Er hat mich Theodor genannt. Und zwar, weil er natürlich ein gebildeter Altsprachler war, Griechisch beherrschte, nicht nur Latein. Und er wusste, was Theodor heißt, nämlich Geschenk Gottes. Ja, das waren Sie in dem Moment mit Sicherheit, wenn Sie als Mediator da so lange tätig waren zwischen diesen beiden Vollblutpolitikern, sage ich jetzt mal. In Ihrem Buch haben Sie auch die ein oder andere wirklich sehr amüsante Geschichte zu Papier gebracht, die mit Strauß und Kohl zusammenhängt. Welche ist denn Ihre Lieblingsgeschichte? Also die schönste ist natürlich die auf der Autobahn, aber da war ich nicht dabei. Erzählen Sie uns die noch kurz? Die erzähle ich trotzdem kurz. Ich weiß sie von Kohl. Strauß hat sie mir nicht erzählt. Es gab immer wieder Spannungen zwischen den beiden. Und Strauß lud Kohl ein, komm doch mal nach Bayern, da machen wir einen Spaziergang. Da soll niemand dabei sein, nicht mal Bodyguards. Komm runter, ich hol dich an der Maschine ab, dann fahren wir allein ins Oberbayerische, dann machen wir eine Bergwanderung und besprechen alles, was zwischen uns steht. Also, getan, was heute undenkbar wäre, der Bundeskanzler landet, steigt aus, steigt in das Auto von Strauß ein Geländewagen, etwa ohne jeden Bodyguards, ohne jeden persönlichen Referenten, und sie fahren Richtung Tegernsee und auf der Autobahn macht es plötzlich tuk, tuk, tuk. Strauß ärgert sich und sagt, also meine Buben sind da wieder mit dem Auto gefahren und haben es nicht tankt, gell? Aber ja, aber hinten habe ich einen Reservetank. Schaut in den Reservetank hin, leer. Also Strauß ärgert sich, sagt, tut mir wahnsinnig leid, Helmut, nimmt den Kanister und marschiert auf der Autobahn Richtung nächste Ausfahrt, Richtung nächste Tankstelle. Aber das hätte ja wahrscheinlich Stunden gedauert. Kohl steht an dem verlassenen Auto, die Autos fahren vorbei, denken sich, hoppla, das ist der Bundeskanzler. Fahren weiter. Ein paar hundert Meter, um Gottes Willen, da läuft der Strauß. Was ist hier los? Also die Gefährdung auf der Autobahn war gegeben. Endlich hielt einer bei Kohl und Kohl sagte, schauen Sie mich nicht so entgeistert an, ich bin es. Und schauen Sie nicht noch einmal entgeistert davon. Die kleine Figur, die Sie da schon sehen, mit einem Kanister ist der Strauß. Dort halten Sie, nehmen ihn mit, fahren zur nächsten Tankstelle, kommen zurück, damit wir wieder fahren können. Also, soweit so gut. Der nahm den Strauß mit, die holten den Kanister an der Tankstelle, fuhren auf der anderen Seite der Autobahn und auf der anderen Seite, auf der Gegenfahrbahn, hielt der an und ließ Strauß mit Kanister raus. Jetzt überquerte Strauß verbotenerweise die Autobahn mit dem Kanister, eine hohe Barriere, die er nicht mehr übersteigen konnte. Kohl kletterte als Jüngerer rüber, half Strauß über die Barriere, wälzte sich dann selber über die Barriere und das alles mit Hunderten von Autos, die da hinschauten und meinten, sie blickten in eine absurde Story. Ist ja eigentlich schade, dass es damals noch keine Handys gab. Das wären Tausende von Handys-Fotos gewesen, die da entstanden. Aber es hätte wahrscheinlich zu einer Staatskrise geführt. Vermutlich. Gott sei Dank gab es noch das eine oder andere, was damals nicht publik war. Gott sei Dank gab es das eine oder andere Gespräch, die eine oder andere Begegnung, die nicht publik wurde. Und Ihre Lieblingsgeschichte, wo Sie dabei waren? Ja, 1982 sitzen wir uns gegenüber in der Vorbereitung auf die nächste Koalition. Und nur CDU und CSU.
Und das Nette war, plötzlich kommt Stoiber zu mir und sagt, auf der anderen Seite sitzt einer mehr, der muss gehen. Sag du, das ist der Schäuble, das ist der neue parlamentarische Geschäftsführer von Kohl, also den musst du sitzen lassen. Also Schäuble dürfte dann sitzen bleiben. Und dann am Schluss des Gesprächs sagt Strauß plötzlich, übrigens Helmut, damit eines klar ist, du darfst den Honecker nicht einladen. Darauf Helmut Kohl, ich gebe dir recht, ich werde den auch nicht einladen, aber es existiert noch eine Einladung von Helmut Schmidt. Darauf Strauß, nein, damit wir richtig miteinander reden. Du darfst den Mann nicht einladen, denn an den Händen dieses Mannes klebt Blut. Darauf Kohl, auch ziemlich wütend, aber dann doch noch ziemlich ruhig. Was klebt denn an den Häuptlingen, die aus Afrika laufend bei dir auftauchen? Strauß wütend springt auf. Tandler, Stoiber mit, Gläser fallen um. Kohl springt auf, mit ihm seine ganze Entourage. Sitzen blieben nur Stoltenberg, der damalige Finanzminister, und ich. Und darauf schaut mich Stoltenberg völlig entgeistert an und sagt, hören Sie mal, Herr Weigel, das dürfen aber die Journalisten nicht erfahren. Und es hat es auch niemand erfahren. Ja, alte Zeiten in dem Fall. Das wäre wahrscheinlich auch heute nicht möglich gewesen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die beiden größten Highlights in Ihrem politischen Leben die Wiedervereinigung waren. Später dann auch die Einführung des Euro. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Sie schreiben aber auch, dass die Jahre nach der Wiedervereinigung, die Sie ja sehr intensiv miterlebt haben, Sie waren mit im Kaukasus, Sie haben alle Gespräche mitstenografiert, viele Unterlagen gibt es heute nur, weil Sie über die Gabe des Stenografierens verfügen, das muss man ganz klar sagen. Habe ich Gott sei Dank in der Schule gelernt, in der Oberschule in Grumbach 2 Jahre, habe es nie aufgegeben und kann auch heute die Kürzel noch entziffern. Das ist wirklich, also es ist auch wirklich erstaunlich in dem Buch, so detailliert wie Sie berichten, fragt man sich sofort, wie kann das sein? Aber Sie schreiben ja später, Sie können stehen. Und da erklärt sich vieles. Es gibt ein paar Dinge, die nur ich habe. Zum Beispiel eine detaillierte Aufzeichnung, was in Kreuth passiert ist. Mhm. Es gibt kein Protokoll, nur ich verfüge über ein relativ dichtes Netz jeder Wortmeldung. Und das Zweite waren dann die Aufzeichnungen aus dem Kaukasus. Und als ich die Gorbatschow mal vorlas, zum Teil, sagte er mir nachher, was du da heute erzählt hast, ist dichter und stärker, als was mir der KGB damals geliefert hat. Sie schreiben allerdings auch, Sie mussten ja dann nach der Wiedervereinigung doch die Steuern erhöhen, um diese unglaubliche Summe aufbringen zu können, die die Wiedervereinigung am Ende gekostet hat, in Ihrer Zeit als Bundesfinanzminister. Und Sie schreiben auch davon, dass es doch Hundejahre waren, dass Sie oft auch einsam und gereizt waren, dass das eine sehr schwere Zeit für Sie war. Ja, das ist wahr. Ich kann mich erinnern, als George Bush mal Kohl anrief und sagte, ihr müsst doch jetzt das glücklichste Volk der Welt sein. Sagte Helmut Kohl, ja, wir sind schon sehr glücklich. Nur täglich hatte ich die Fragen, was kostet es? Wann werden endlich die Steuern erhöht? Was ist eigentlich los? Das heißt, die Freude hielt sich in Grenzen, aber die unaufhörliche Frage, so werden wir nicht überfordert, können wir uns das überhaupt leisten? Da war eigentlich wenig gelebte Solidarität da, sondern mehr an Kritik. Aber ich war überzeugt, wir mussten das tun. Wir dürften die Menschen nicht enttäuschen. Ich habe damals Kundgebungen in Ostdeutschland miterlebt, wo 30, 40, 70.000 Menschen vor einem standen. Und wenn man in deren Augen und in deren Gesicht sah, da spürte und sah man die Erwartung und man wusste, wir dürfen diese Menschen nicht enttäuschen. Allerdings, ich habe mal einem amerikanischen Manager, der gesagt hat, der Kauf der DDR war doch ein schlechtes Investment. Das hat mich geärgert. Dem habe ich dann geantwortet, es hat länger gedauert und mehr gekostet, als wir uns vorgestellt haben. Aber wir haben aus ganz Deutschland eine stabile Demokratie gemacht. Ganz Deutschland steht zum Westen. Ganz Deutschland ist in der NATO. Und das ist eigentlich eine Bilanz, die nicht nur Deutschland betrifft, sondern die Europa und die ganze Welt betrifft. Und insofern solltet ihr sehr vorsichtig sein mit der Frage, ob das eine schlechte Investition gewesen sei. Ihr Verhältnis zu Europa ist, auch nicht zuletzt deshalb so intensiv und inniglich, weil es Ihnen ein wirkliches Anliegen ist, dass es nie wieder Krieg geben darf.
Und das hat maßgeblich damit zu tun, dass sie in sehr jungen Jahren ihren Bruder verloren haben, der mit 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Damals waren sie 5 Jahre alt. Und ein großer Teil ihres Buches beschäftigt sich mit den Briefen ihres Bruders, die er geschrieben hat von der Front, an ihre Eltern und auch an sie. Es gibt einen bestimmten Brief an sie, der da immer wieder auftaucht. Haben Sie vielleicht Lust, uns ihn vorzulesen oder davon zu erzählen? Das tue ich gerne. Wobei ich Ihnen hier zeige, wie die Originale ausgesehen haben. In schwieriger Situation geschrieben, auf Deutsch, was nicht mehr für jeden lesbar ist. Und der allerletzte ganz auf einem Motorrad, wenige Tage vor seinem Tod, wo man fast nur noch die Abdrücke sieht auf dem Papier. Aber meiner Frau und mir ist es gelungen, alles zu entziffern. Und das haben wir natürlich dann auf Schreibmaschine, auf Computer geschrieben. Und es gibt eine Zeitung, der Deutschlandkurier, der mir vor einiger Zeit unterstellt hat, es handelt sich doch um angebliche Briefe. Etwa, wenn sie Maschine geschrieben seien, ein Schelm, wer dabei Schlechtes denkt. Dahinter steckt die Unterstellung, der lügt und gibt solche Briefe vor. Das finde ich eine abgrundtiefe Gemeinheit. Drum, jeder kann die Originale einsehen. Und in der Tat, es ist bewegend. Es sind 61 Briefe, die damals in gut einem Jahr geschrieben wurden an meine Eltern. Ich habe die erst richtig durchgelesen nach dem Tod meiner Mutter, als ich ein Päckchen aufmachte, wo die ganzen Briefe enthalten waren. Ein Teil ist nicht angekommen, weil Eisenbahnwaggons damals schon in die Luft gesprengt wurden. Es war eine schwierige Zeit, wo die Amerikaner schon die Invasion dann vorbereitet und dann getätigt hatten. Und aus den Briefen geht hervor, schon sehr früh, dass ein 17-, 18-Jähriger die Sinnlosigkeit des Krieges erkannt hat und wusste, dieser Krieg macht keinen Sinn. Je schneller er endet, je besser. Und dann kommt das Heimweh. Wie gern wäre ich an Weihnachten bei euch. Daheim wäre es schöner. Und dann schon die Sorge, ob ich noch mal heimkomme, weiß ich nicht. Manchmal, es wäre fast besser, es wäre bald zu Ende. Und dann schreibt er an einer Stelle, aber man lebt doch gerne. Und dann einem zwei Briefe an mich, lieber Theo, wie geht es dir und so weiter. Bist du auch immer schön brav, wenn ich heimkomme, können wir wieder miteinander raufen und dann ist alles gut. Und dann der allerletzte, wenige Tage vor seinem Tod, schon mit der großen Sorge, ob das noch alles gut gehen werde, aber doch immer wieder in der Hoffnung, heimzukommen. Einmal schreibt er, endlich konnte ich mal an einem Gottesdienst wieder teilnehmen und konnte beichten. In die katholischen Kirchen der Franzosen dürfen wir nicht gehen, sonst würde ich öfters reingehen. In all den Briefen kommt nicht einmal das Wort Hitler vor, nicht einmal über Kriegserfolge oder ob es was Schönes am Krieg gäbe, nie. Und das wollte ich als ein Zeichen herübernehmen in unsere Zeit und damit sagen, die Millionen, die im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, gefallen sind, deren Opfer ist nicht umsonst. Wir haben nach 1945 und bis jetzt daraus gelernt. Und ein bisschen was habe ich dazu beigetragen. Mein Vater war nach den Enttäuschungen, er hatte in zwei Weltkriegen als Soldat dienen müssen. Sein großer Sohn war gefallen, war er zu einem radikalen Pazifisten geworden. Gegen jede Wiederbewaffnung, auch gegen Europa. Sich wegducken wie die Schweiz, das war so ungefähr sein Paradigma. Und dem habe ich widersprochen. Schon mit 15 Jahren haben mir die europäischen Reden von Strauß mehr imponiert als der Defätismus meines Vaters. Und das sind die Dinge. Einmal das persönliche Schicksal, aber auch dann die neue Idee, aus dem Gegeneinander rauszukommen und zum Miteinander zu kommen, das
hat mich bewegt. Was Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schumann und dann auch später De Gaulle und André und Strauss miteinander fertiggebracht haben. Das ist eine geniale Leistung. Hans-Dietrich Genscher hat einmal gesagt, Europa, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und darum bleibe ich bis zu meinem letzten Atemzug ein leidenschaftlicher Europäer und kämpfe für dieses Europa und kämpfe gegen die widerwärtigen Populisten, die das kaputt machen wollen. Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Theo Weigel. Danke.